Es ist vollbracht und er ist auferstanden. Die zwei siegreichsten und gewaltigsten Proklamationen aller Zeiten. Es ist vollbracht, sagt Jesus Christus selbst noch am Kreuz, kurz bevor er stirbt, bevor er sein Leben übergibt. Und Tetelestai, das ist ein juristischer und ein militärischer Begriff. Juristisch heißt es, die Schuld ist beglichen, die Schuld ist bezahlt. Ja, Jesus Christus hat die Sünde gesühnt. Und militärisch bedeutet es, der Feind ist besiegt. Ja, Jesus Christus hat den Feind, den Teufel, entmachtet. Es ist vollbracht. Und drei Tage später sagt ein Engel, vollmächtig und autoritativ, er ist auferstanden, sagt er, am leeren Grab Jesu Christi, ja, sein Grab ist leer. Er ist nicht bei den Toten wie all die anderen Menschen und Religionsstiftern, sondern er ist auferstanden. Denn der Tod Jesu Christi war nicht eine menschliche Tragödie oder ein Justizirrtum, sondern eine Rettungstat, ein Heilswerk Gottes, das Gott der Vater bestätigt hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus auferweckt hat. Und nun ist der Weg frei zur Erlösung und zur Rettung, zur Vergebung deiner Schuld. Der Weg ist auch frei für dich. Es ist vollbracht und er ist auferstanden, gilt auch für dich. Du kannst nun gerettet werden vor der ewigen Verlorenheit durch Jesus Christus. Nimm ihn heute noch an als deinen Retter.